Hallöchen, willkommen zurück zu The Longest Road on Earth. Ah, die Musik. Die Musik. Absolut nice. Wir sind auf einem großen Transportschiff. Okay. Bin gespannt, was genau wir hier sehen werden. Und entgegen meiner Ankündigung von Video 1 oder 2, je nachdem wie ich das zusammengeschnitten habe, wird es kein No-Commentary-Let's-Play nebenbei geben. Denn ich habe versehentlich die Stream-Einstellung benutzt und habe auf denselben Audio-Track geschrieben wie die Spielmusik. Kannst du nicht mehr trennen? Naja. Was soll's? Oh, das macht auch Bock, Return of the Obra Dinn zu spielen. Okay, was ist das denn? Ach. Was? Ach, Alamaren Import, nicht Allmann. Mehr Arbeit. Ich beschäftige mich momentan auch mit Import-Angelegenheiten. Informationen dazu zumindest. Vulcan Springs. Ja, machen wir immer die Tasse voll. Geht das wieder zurück? Nein. Wäre auch lustig gewesen. Und wieder zurück zum... Ach, wir können ihn nur gucken. Ach, wir machen Pause oder was? Unser Boss wird uns gleich die Hölle heiß machen, hm? Weil wir ein bisschen am Quatschen sind. Nee. Okay, ich will mit ihr quatschen. Hey. Hast du schon mal so einen großen Bären gesehen, ja? Ach ja, ich habe gesagt, wir lassen solche Späße in dem Spiel. Aber jetzt kann ich laufen. Aber ich will wahrscheinlich wieder einfach nur zurück zu meinem Platz. Eine Minute ist genug Pause. Oh, ich habe die Musik nicht leiser gedreht. Muss ich in der Post-Production umändern. Aber ich lasse mir die Ohren vollballern mit dem Soundtrack. Frei wie ein Vogel. Auch wenn es eine Möwe ist. Da fehlt eine Niete. Ist er müde oder hat er geweint? Er will es doch nicht ab. Er will wieder zurück ins Bett, oder? Muss ich alles runterlaufen? Ha. Okay. Nach dem harten Arbeitstag gehen wir runter. Oder sollen wir wischen? Tatsache. So. Ja, gehört auch dazu. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Moin, ich hab's sauber gemacht. Kann ich nicht zurückstellen, das Ding? Alles aufwischen.
Und wir nehmen den Eimer nicht mit. Okay, das heißt also, die ganze Scheiße, was wir aufwischen, hängt im Mob und wir verschmieren das einfach nur noch. Okay. Meinetwegen, ist nicht mein Schiff. Oh, das sieht gerade. Das sah gerade richtig traurig aus, wie er da nach unten geguckt hat. Hier, das da. Uff. Ein bisschen die Musik wirken lassen. Es war so klar. Falsche Richtung. Oh. Schuhe gebunden. Oh, Kantine. Ich hätte gern das Münchner Schnitzel. Oh. Hier. Ein paar Pommes. Was ist denn das rechts? Sind das ganze Karotten geschmort? Oh, vielleicht sind das Zungen. Hm. Äpfel, Bananen oder Ayran? Bananas. Dankeschön. Ich habe zwar keinen Schnitzel gekriegt und leider auch keinen Kuchen. Aber was soll's. Moment, lass mich raten. Wir müssen alleine sitzen, weil wir keine Freunde haben. Ich habe keine Ahnung, was das unten rechts sein soll. Sind das Wraps? Nein. Vielleicht ist das ein Salatbouquet mit Putenbrust? Wir sind doch auch ein Vogel, oder? Oh. Okay, gegrilltes Sandwich. Ach, das ist unser Futter für den Bären, okay. Das ist doch irgendwie seltsam, aber irgendwie geil, wie das hin und her switcht zwischen den Charakteren. Hier auch Pause, ja. Oh. Einmal links abbeißen. Einmal rechts löffeln, gabeln. Toll. Wie sagen sie, sollen essen? Das sind aber auch immer nur so. Oh, wie heißt das auf Deutsch? Mundane Tasks. So. Ganz banale Sachen, die wir machen. Essen, aufwischen, aufstehen, umziehen, duschen, über die Ampel gehen. Muss ich wieder nach links? Ja, ist wahrscheinlich. Also wollen wir zu Hause anrufen. Hey! Oder unser Bewerbungshelfer. Okay, jetzt ist der rechts beschäftigt. Ah, okay. Oh, auch telefonieren? Okay. Auch ein bisschen skurril, ne?
Oh, Maschinenraum. Auf jeden Fall sind die Räder nicht an der Position, wo wir sie hingestellt haben. Er will auch einfach frei sein, hä? Löschen wir jetzt vielleicht sogar das Schiff, was ankommt? Auch seltsam, dass keine Musik spielt. Absolut keine. Die ersten, die sich jetzt vielleicht aktiv treffen, ja. So simpel, so gut. Aber auch traurig. Ohne was zu sagen, nur kurz angeguckt. Beide mit dem traurigen Gesichtsausdruck. Wow. Cool mit dem Schiff im Hintergrund. Der Song, ich weiß nicht, ob der jetzt so gut dazu passt. Then I realized love is not enough for me.
bin gespannt, zu wem wir jetzt dann gleich wechseln werden. Zum Krokodil vielleicht wieder? Ich lass das mal laufen. Ich glaube, oh, wird automatisch weggedrückt. Schade. Moment, war das gerade der Bär wieder? Oh, das war der Bär, der gerade vorbeigefahren ist, oder? Ja, das war der Bär. Zumindest das Auto sah gleich aus. Der Schlagbaum, oder? Nee. Was soll das sein? Ach, einfach nur Laternen, die wir von unten ansehen. Okay. Straßenlaternen, ja. Die bewegen sich nicht, sondern. Okay. Ich kann übrigens nichts machen. Wunderschön. Und wir sind wieder beim Kroko. Ach, schön. Ich mag den alten Krok. Die Musik gibt es übrigens auch auf YouTube. Die Performerin hat einen eigenen YouTube-Kanal. Sehr schön alles da. Oh. Wir können nicht weitergehen, weil die Ladentür gegangen ist, okay. Hallo. Na? Guck mal gerade die Kasse an. Wir machen scheinbar schon ein bisschen Geschäft. Wir kaufen auch Sachen an. Okay, sind wir sowas wie eine Pfandlei? Ein Antiquitätenladen und Pfandlei? Warum bleibt die da? Oh, sag mir nicht, die klaut unser Geld. Ach nee, wir haben das Ding gelernt. Okay. Oh. Ich hoffe, dafür haben wir nicht mehr als 10 Cent gezahlt. Okay, wir sind ein Kind. Wir krabbeln noch. Ach Gottchen. Damit habe ich nicht gerechnet. Die Perspektive. Guck mal, wieder solche Blumen.
hier die Steckdose fassen? Nein. Nicht dahin fassen. Jeez. Game over. Moment. Du bist nicht der Papi. Oder die Mami. Nun wieder zurück ins Bett. Ich glaube, es ist eher die Mami. Ich glaube, ich habe Vögelbrüste gesehen. Eine Hähnchenbrust, ja. Mal gucken, ob wir uns das Bild aus der anderen Perspektive nochmal ansehen werden als Kind jetzt gleich. Das wäre schon cool. Waren die Sterne vorher schon da? Das ist schon cool. Ja, ein bisschen seltsam, dass man einfach nach hinten gezogen wird wieder. Streiten die sich? Papi! 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 Bleib hier! Oh, können wir nicht hin. Papi! Sie ist auch so wie ein Serienmörder. Oh nein! Aber wir heulen nicht. Ach, schon süß. Wir tragen die doch jetzt nicht ernsthaft zurück ins Bett. Sheesh. Da steht ein Tipi. Drück die Kohle raus. Oh, wie cool. Ach, man muss wiederholen drücken, okay. Richtiges Action-Game. Oh, wie cool, guck doch mal den Baum an, umgeknickt. Ah, das ist ja geil. Stirb! Ich will jetzt auch die Button mashen, wie blöd. Oh gut, Kinder sind so geil. Gegen ihn haben wir doch keine Chance. Naja, Kinder und die Fantasie, ne?
Was zum Henker? Ist das ein Babuschka-Einhorn, nur ohne Horn, aber dafür mit zwei Raketen? Bringt mich zum Lachen. Das Kind ist ein Corona-Leugner? Ich will die Impfung nicht. Da kommen Mikrochips in meinen Arm. Oh, runtergeglitscht. Oh, wie freundliche Maus mit der Wumme. Muss ich jetzt hier echt smashen? Alter Lachs. Könnte auch Zufall gewesen sein. Okay, das wird einfach ausgeblendet, weil die Musik aus ist, oder was? Es ist Halloween. Ich bin ein Geister, ey. Oh, wie cool. Macht Spaß, ne? Oh. Jetzt müssen wir in der Ecke stehen als Strafe, weil wir Spaß mit dem Lichtschalter hatten. I got distracted watching shapes in the clouds. But since we're all just dusty in the wind, I'll keep on telling stories. Ach, dass es ein Haus steht. That never happened, but maybe there one day will. Ich glaube, der Vater ist abgehauen. Erschreckt mir ist die Mami. Böser Bub, ab in die Ecke. Broken heart, we learn to love against the promise. The one they once made. Ab in die Ecke. One day will lose their petals. Cause they hold your fate, although your aim. Well, I forgot. I got distracted watching shapes in the clouds. But since we're all just dusty. Ey, das macht mich traurig. I'll keep on telling stories that never Los! Happened, but maybe they one day will. Rückwärts rutschen? Oh! Oh nein. Ab in die Ecke? Was zeichnen wir da? Ein Super Mario-Hügel? Ein Kaktus? Ein... Ne... Engelsgurke? Crushing clouds ever changing shapes that tell a story. I see a story up there. Sein Papa? Ich sag nicht, dass er sogar gestorben ist. Vielleicht für ihn. Oh, das ist der von Happy Tree Friends, der ich. Oh. Oder er malt sich selbst. Okay, Haus mit Family.
am linken Bild ein Wohnwagen-Iglo mit Satellitenschüssel und Family. Das rechte Bild, die Kinder, die ihre Mutter sehen, wie sie in den Tod springt von dem hohen Turm. Okay. Der Schulpsychologe hat bei dem bestimmt viel Arbeit. Haus mit Family. Und wir zeigen unser selbstgemaltes Bild von eben. Und Werner vergrügt?